Ich darf im Namen von der Regierung vom Kanton Basel-Stadt Ferro Recycling ganz herzlich danken für diesen sympathischen Anlass. Es ist nicht selbstverständlich, dass jemand der Bevölkerung, die letztlich der Erfolg zukommt, Dankeschön sagt, dass die Bevölkerung, Sie, verehrte Damen und Herren, so gut mitmachen. Erinnern wir uns mal zurück, 20 Jahre feiern wir jetzt. Was war dort für eine Zeit gewesen? Wir haben gesehen, dass wir übernutzen. Wir haben gesehen, dass wir übertreiben mit unserem Wohlstand, wo wir uns alle oder fast alle wenigstens daran können freuen. Und wir haben gesehen, dass etwas passieren muss. Und dann ist viel geschwätzt worden, das gehört auch dazu, und auch gut gemeint und richtige und gute Ideen entwickelt und ausgetauscht worden. Aber es hat so einige gegeben, die nicht lange geschwätzt haben, sondern die gemacht haben. Und da gehört Ferro Recycling dazu. In dieser Zeit, wo die Debatte über das Waldsterben, über Abfalldeponien angefangen haben und heiß gefeiert worden sind, hat Ferro Recycling gehandelt und hat die Institutionen ins Leben gerufen, hat an die Eigenverantwortung appelliert. Und Ferro Recycling hat das nicht mit dem Mahnfinger gemacht, nicht mit Gesetz, sondern ist davon ausgegangen, dass wir alle, wie es der Herr Malama vorher gesagt hat, ein Interesse haben, dass wir unseren Planeten nicht übernutzen, auch in diesen Teilbereichen, die so wichtig sind. Und dann ist gehandelt worden. Und das hat zu diesen Resultaten geführt, die Sie heute jetzt gehört haben. Und der Dank gehört Ihnen, verehrte Damen und Herren, für das Bewusstsein, für den Aufwand, für den Mehraufwand, den Sie auf sich nehmen, um eben die alten Büchsen halt zur Sammelstelle zu bringen, damit wieder etwas Gescheites gemacht werden, damit etwas Gescheites ist, als sie einfach zu verbrennen und etwas, was die Umwelt noch mehr belastet, irgendwie es noch immer deponieren. Und von dort her finde ich es höchst sympathisch, dass heute auch in Basel der Dank Ihnen weitergegeben wird von Ferro Recycling und an mir. Als Vertreter der Behörden ist es, diesen Verantwortlichen nicht nur für die Idee zu gratulieren, sondern auch für die höchst sympathische Umsetzung mit etwas, wo wir alle uns jetzt am 4 oben noch können freuen dran. Herzlichen Dank Ihnen allen für Ihre Beiträge in den verschiedensten Formen, vom Organisieren bis zum tatsächlich jeden Tag so sich verhalten, wie das eigentlich sollte sein, ohne dass Sie es müssen, ohne dass es ein Gesetz und Strafandrohungen gibt. Es zeigt, so wie Sie es machen, dass das ein richtiger Weg ist. Herzlichen Dank Ihnen, verehrte Damen und Herren. Herzlichen Dank für Ihre Recycling.